Selbst wenn es Schwein wäre und mir das schmecken würde, wäre es mir scheißegal, woran du glaubst und was du denkst, wenn ich Schwein esse. Aber das schmeckt mir nicht so tatsächlich, habe ich mal probiert. Ist Rind. Tatsächlich, Bro. Rind schmeckt mir besser, ja. Schwein schmeckt scheiße, Bro. Ist schlecht für Körper. Rind ist besser. Ja. Ich behalte nichts für mich, Gandon. Hast du, was ich im Bett mache, für dich behalten wollen? Oder wer mich ficke oder mit wem ich Kinder habe, hast du nicht. Also werde ich mein Jarak hier jedes Mal im Stream zeigen, leider. Alkohol und Drogen. Welches Alkohol und Drogen, Bro? Ich bin am Essen. Wieso ist das wegen Alkohol und Drogen? Mein Life enthält die Scheiße nicht. Mann, ich bin am Essen. Ich habe nichts mit Alkohol zu tun. Hast du keinen Tisch? Ich brauche keinen Tisch. Ich bin mein Tisch. Ja? Gute Scheibe Bauchfleisch, wie der Bruder das sagt. Die Präsidenten-Suite ist am Wasser, Bro. Und ich will dir jetzt nicht sagen, wo sie ist, Gandon. Oh. Der Latte mit dem extra Schuss. Der Latte mit dem extra Schuss, Mann. Er geht in Dollar, Bolle. Wann hast du Ort geraucht letztens? Vor 20 Minuten. Und du? Und du, Bro? Wann hast du zuletzt mal Ort geraucht, man? Wenn nicht, solltest du das jetzt schleunigst ändern, Junge. Ich hab meinen Hut verschenkt. Ich hab kein Geld mehr für neun. Ich hab für Essen 100 ausgegeben, Digga. Wo ist mein Geld? Bruder, ich verstehe nicht, wie man auf Entzug von Ort sein kann oder von irgendeiner Droge. Das ist alles so gehirnmanipulierte Scheiße, die euch eingeredet wurde. Ich hatte noch nie Entzug von irgendwas. Nicht mal von einer Frau, Bro. Ihr seid halt einfach charakterschwach. Das war's, mehr nicht, Bro. Wenn ich will, rauche ich Zigaretten für 10 Jahre nicht. Ich schwöre bei Gott. Nicht einmal, wenn ich sie rauche, schmecken sie mir. Ich rauche sie einfach für den Flex, Bro. Du hast schöne Finger, selten bei Männern. Dankeschön. That's what she said, man. But then I showed her my dick, man. Det en del har lass mein Sandwich nach hol. Wie viele Mäus gibt es, Bro? Ich bin nicht Mäus. Det en del har. Det en del har. Möge deine Mutter. Det en del. Ich bin Zeus. Und es gibt uns viele, ja. Bei mir ist, bei Weed oder bei Drugs, wenn ich sie zum ersten Mal nehme, alles geil. Alles gut, Bro. Aber wenn ich zum Beispiel Weed durchgehend in 2 Wochen konsumiere, ist so, juckt nicht mehr, Bro, ist wie eine Zigarette. Das macht mich dann voll traurig, Digga. Ich hab dann gar keinen Sinn mehr im Leben. Ich so, was soll ich jetzt machen, Digga? Was soll ich jetzt machen? Und dann mache ich selber Pausen für 2-3 Tage, TikTok sportlich, damit er schallert. Mehr ist da aber auch nicht drin. So, ich hab Entzug und schwitze jetzt Kaltschweiß in der Nacht. Bro, bist du lost? Warst du je am See oder so? Hast du je eine andere Stadt gesehen, außer die, wo du lebst? Ich denke nicht, darum ist mit dir so. Das war für dich Eldorado, Bro. Du dachtest, das war's.
Sex fühlt sich auch circa ähnlich an, Bro. Was ist los? Was ist los, Mann? Was ist das für ein Fleisch? Natürlich Schweinefleisch. Oh, Digga. Wow, nein, das ist nicht live. Das ist davor aufgenommen, Jungs. Du bist doch ein Handy. Ja. Genau. 18:03. Ich bin der falsche Zeus. Bro, Bro, was soll ich in Amstetten machen? Sag mir bitte. Was soll ich da machen? Was soll ich deiner Meinung nach in Amstetten tun, denkst du, Bro? Hadid an Dala, Hadid an Dala, Hadid an Mann, 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 verstehst du Tschetschenisch? Hadid an Mann, geh weg, Mann, geh weg. Bada, wie meine Ex-Prästitut, Knacho, du hast doch schon alles. Hadid an, was willst du noch, Mann? Willst du meinen Schwanz zwischen deine Beine hängen? Bada! Balea, lass mich doch nicht deine Mutter jetzt ficken, Bro, bitte. Ich will doch dich noch leben lassen, Balea. Bitte, geh doch, Hassan. Geh, Mann, geh, geh, Bro. Balea, Bodo. Balea, TikTok Sandwich. Was los, Mann? Balea. Trafalgar, mein Baller, ich liebe dich, Mann. Dankeschön, Bruder. Wo in Klagenfurt bist du? Warte, ich schicke die Adresse, damit du mir am Sack gehst jetzt und ich mit dir Zungenküsse mache, weil ich nichts Besseres zu tun habe, außer mit dir zu sitzen, weil ich ja höchstwahrscheinlich homosexuell bin und mit dir zusammen sein will. Ich werde jetzt gleich zu dir kommen. Wo bist du? Komm, sag mir. Hadid Erndalha in Klagenfurt bin ich. Verstehst du das? Hadid Erndalak. Hadid Erndalak, ich bin bei deiner Schwester. Sie ist halt aus Klagenfurt, was soll ich machen, Ganton? Soll ich nach Salzburg, wenn sie aus Klagenfurt ist, Pideras? Warum so aggressiv, Mann? Weil du ein Gandon bist, Bro. Wenn man dir ehrlich nicht sagt, dass du ein Gandon bist, sagst du, dass ich ein Gandon bin. Lieber ich sag dir, dass du ein Gandon bist, Bro. Damit sich das eines Tages ändert. Ich bin wenigstens ein breiter, gut aussehender, reicher Gandon. Und talentierter Gandon. Mein Gandon kann etwas. Deiner hat Löcher. Weißt du, was das heißt? Du warst dafür erschaffen, vor Geschlechtsverkehr zu schützen, damit man nicht schwanger wird. Du hattest einen Job, aber du hast Löcher. Guess who shoots you, bitch? Und deswegen sogar das, sogar das, wofür du erschaffen wurdest, weswegen du ein Gandon bist, hast du nicht geschafft zu tun, weil du Löcher hast, wie eine Kahpa. Wie eine Kahpa. Kahawi, who shoots you, man? Who is your boy, man? I give you five across the ass, man. Komm nicht mehr. Das war's. Ich bin voll. Anna, ich bin jeden Tag bei Kick. Du kannst aufhören, mich das zu fragen.
Ich komme jeden Tag einmal auf Kick Live. Julius Zeus. Julius unter, also Julius, wie Julius und Zeus mit Z-E-U-S zusammengeschrieben. Wie der echte Zeus, der ich bin. Weil der andere war nur ein Märchen, Bro. Der hat wenigstens echt Abonnente und heißt wirklich Zeus und ist aus Fleisch. Der andere hat halt rein hypothetisch Blitze geschossen. Aber ich schieße Hatern in ihre Schwester. Montana Chiro. Den mussten wir auch vorknöpfen, Bro. Auf Monte habe ich richtig Bock, weil er bringt Klicks. Ich werde mich in seinen Hals beißen für die nächsten 3 Jahre. Bis ich seinen letzten Abonnenten geklaut habe. Warum? Weil er auf 12-Jährige steht. Nein, okay, sie war 17, trotzdem ist er 60. Trotzdem ist er 60, Mann! Hätte ich das gemacht, hättet ihr mich gesteinigt, Nachhol. Trotzdem ist er 60, Ballett. Montag, du siehst Tattoo, Ballett. Er fragt mich, warum ich Tattoos hab. Ich verschenke in Usbekistan 13 Moschees, ich bin ein Hurensohn. Er sagt einmal, Alhamdulillah, jeder teilt und lutscht seinen Penis. Weil ihr Gandonsch seid, ich werde ihn und euch zusammendrippen. Und dann werde ich mal schauen. TikTok sportlich, Mann. TikTok, wie kannst du sowas wagen? Wir sind doch sportlich, schau doch zu. Wir müssen nicht mal T-Shirt tragen, TikTok. Wie kann man so sportlich sein? Hör auf, TikTok. Zeus ist euer Vater, ihr Gandonsch. Genau, Bro. Genau, Nachhol. Aber das Problem ist, die sind böse auf mich. Weil ich wusste nicht, dass sie meine Kinder sind, Bro. Ich hab das daneben gewichst, Mann. Daraus sind 3 Bäume geworden. Ich hab erst später erfahren, Mann. Wie, der Gandon ist mein Sohn? Ja, Bro, Bala Hadid, ich dachte, ich muss ihn stechen. Also, Papa, ich so, was laberst du, Digga? Wann hab ich dich bekommen? Also, weißt du noch, die 36-jährige Ukrainerin, als du 16 warst? So Skandale gibt's bei mir, Ballett. Bei mir wurde ich geschädigt, Mann, ich wurde genötigt in Flüchtlingheim. Von einer 36-jährigen Ukrainerin, während er mich duschen war im Flüchtlingsheim, kommt sie rein, drippt mir einen runter. Das war auch sexuelle Belästigung, Mann! Mann, ich hab Schaden wegen ihr jetzt, Mann. Ich kann nur 20 Jahre ältere nehmen. Und dann wollte ich auf Korrektness einmal diesen Seestern heiraten, Bruder. Kommt mir so ein Plankton. Bruder, Alter, hier, bitte, mach Hyaluron, bitte, du siehst aus wie 14, bitte, mach Hyaluron nach heute. Sieht aus wie 14,5, Bala, wie alt bist du? 26, Bala, wer hat dir Hormone gespritzt, Bala, was ist los? Digga, zum Glück habe ich für die Titten nicht bezahlt, Alter. Die wollten noch Titten, Bro, ich schwöre. Aber so mit eigenen Fett, sie war schlau, sie wollte nicht mit Silikon. Weil das kommt raus. Verstehst du, ich meine, auf dem Level war sie Ballett. Hadet an Allah Ballett. Kranker Scheiß TikTok, sportlich an der Stelle, Digga. Digga, TikTok, ich bin sportlich. Boah, Bruder, ich muss mich kurz beruhigen nachholen. Was ein Stream, Alter. Meine Schattendoppelgänger werden viel Geld hier mitmachen. Sehr viel Geld. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Lahlulis. Genau so weiter. Ich will, dass ihr Ferraris fährt und mehr Geld als Farid habt, obwohl ihr nur Fanpages seid. Sehr geil, Bro. Sehr, sehr geil. Wenn ihr zum Bluffen noch Content braucht von mir, dass ich so tue, als ob ich das so und als Beweis für eure Seiten, schreibt mir immer, Bro. Lecker, Alter. Auf jeden Fall noch eine lustige Geschichte gab's. Was war sie? Ah, Bruder, Tickets. Stell dir vor, du bist so ein gottloser Mensch. Ach, scheiß drauf, Mann. Ich kann das nicht mehr. Trink mein Orangensaft. Und bis jetzt war alles sauber und gesund, Bro.
Bis jetzt Essen war sauber und gesund. Ich bin voll. Ich habe noch Lachs. Ich habe noch Wraps. Ich habe noch diesen Schinken. Und ich habe noch eine halbe Tüte mit allen möglichen Sachen für später zum Kochen. Also Kochstream wird heute auf jeden Fall etwas. Später im Hotel. Warum so aggressiv? Weil Männer nicht gay sind, Bro. Soll ich dir ehrlich sagen, mit egal auf welcher Plattform, genau deswegen, Bro, wirklich. Ich muss vor dir kein Kasperl sein. Wieso soll ich zu dir nett sein? Nettigkeit ist gespielt, Bro. Niemand ist wirklich nett. Jemand ist nett aus einem Grund, er will was von dir. Das heißt, wenn jemand nett ist, dann erwartet er etwas, bevor du ihn kennst, aber du dachtest, Freunde. Also, warum soll ich zu dir nett sein, wenn ich echt bin? Soll ich dich belügen und dir einen Lutschen jetzt, weil ich dein Haus klauen will? Ich glaube nicht, Bro. Es nutzt mir nichts, mit dir nett zu sein. Ich habe nichts von dir, du wirst mir mein Haus nicht bezahlen und diese Erdbeere auch nicht. Und du bist mir scheißegal, Bro. Du bist mir komplett egal, ob du morgen stirbst, lebst, Kinder kriegst oder einen gerichtlichen Prozess hast. Ist mir egal, du existierst in meiner Welt nicht, Bro. Du bist einmal in den Kommentar und das war's. Warum soll ich mein Herz für dich nett sein lassen? Wer bist du? Und frag mich sowas nicht, Bro. Durchgedreht seid ihr, weil ihr denkt, dass so etwas normal ist, so zu leben wie ihr. Hinter einer Maske im Internet mit 20 Influencern, mit denen ihr interagiert und jeden Tag redet und euch was zusammenmalt vor dem Schlafen, wie korrekt, unkorrekt das war, aber ihr habt sie noch nie gesehen oder angefasst, Bro. Du bist psychisch krank. Ich schwöre bei Gott, bist du psychisch krank, Bro, wenn du so lebst. Du musst zum Arzt oder eine Freundin finden. Oder dir wenigstens auf neue Pornos runterholen. Weil du schaust die ganze Zeit dieselben, Bro, dir ist langweilig. Soll ich dir Fußbilder schicken? Willst du gucken, ob du auf Fußbilder kannst? Vielleicht ist Abwechslung für dich, weil so bist du sonst hier. Ich meine, Frauen verstehe ich, die hier sind. Ich trage oft kein T-Shirt und so. Alles gut, Bro. Allein das ist mehr Grund und weiblicher und femininer als das, was du hier tust. Das hat viel mehr Gründe, jemanden oberkörperfrei, den man gut aussehend findet, zuzuschauen, als einfach so hier zu sein. Und du bist männlich und stehst angeblich auf Frauen. Was tust du hier? Schäm dich, dass du mein Stream zuschaut, Gandon. Und die Besten sind dann, meine Frauen hier verteidigen mich dann die ganze Zeit, in Kommentaren und so, und die machen dann Beef mit Frauen und sind voll drin, so, du Nutte, ich werde dich und so. Bro, bist du ein Mann? Bruder, bist du ein Ch? Wieso regst du dich auf, dass die mich gut finden? Weil du neidisch bist, Bro. Du bist neidisch. Du würdest für jede von ihnen, die hier jetzt sind, dein Leben aufgeben, Bro. Sofort. Du würdest deine Social Medias löschen und deinen Job kündigen. Hauptsache, du hast Loch. Und deswegen bist du sehr traurig, Bro. Weil sehr viele von dem, was du hier willst, sind hier. Das ist das, Bro. Weißt du, mit wie viel ekelhaften Scharmutters ihr zusammen seid, obwohl ihr eigentlich gut ausseht? Weil ihr keine Chance habt, ihr seid Chirs, Bro. Ihr habt noch nie mit einer Frau geredet, ihr habt Angst davor, jemanden im Club anzusprechen. So dort seid ihr, Bro. Wer bist du, Bro? Was hast du nicht verstanden? Kollege und Maestro haben schon aufgehört. Hör auf, Bruder, schnell. Es geht, ab jetzt wird immer schlimmer, Bro. Natürlich wirst du aggressiv, wenn du 40 Stunden fastest. Das ist ja diese Energie, mit der du Mammut töten konntest. Weil du so aggressiv und hungrig warst, so. Egal wer dir in die Nähe kommt, du isst das gleich auf, Bro. Und jetzt ist mein Essensmoment. Nachdem ich gejagt habe, 40 Stunden, bin ich jetzt am Essen. Und man isst nicht mit seinen Feinden. Das heißt, Essen ist ein Moment der Schwäche. Ich werde gleich müde, weil in mir Essen ist. Mit Feinden macht man das nicht, weil sie können dich dann angreifen, während du am Essen bist. Aber davor warst du am Jagen. Und obwohl du ein Nutten bist,
bin ich hier mit dir am Essen, um dir das unbewusst zu sagen, weil deine Seele etwas versteht, aber dein Bewusstsein nichts. Ich spreche zu deinem Unterbewusstsein, dein Bewusstsein ist für mich inexistent, Mann. Ich kack dem ins Gesicht. Ganz deep wie mein Deep Talk mit einer Chaya. Ah, geil. Geil. Geil, Mann. Jetzt ist ganzer Wald in mir. Balea, Biene, geh weg, Mann. Ich schwör nicht, Bruder. Es sind zu viel, ich kann nicht, Bro. Bitte gönnt euch. Gerne, Bro. Was da stehen ist, Bruder. Ich mag es manchmal so zu essen. Einfach so. Wie damals nach Schule und so. Das war immer so das Schönste, was wir erlebt haben, weißt du, ich meine? Und ihr macht das bis heute so. Und nur weil ich ein bisschen mehr Geld auf Konto habe und das gleich mache wie ihr, bin ich ein Hurensohn. Weißt du, wenn du Hurensohn nennst eigentlich? Du weißt ja, dass du genauso bist wie ich. Und dass du genauso nach der Arbeit heute so gegessen hast und so Jägermeister getrunken hast. Nur nicht so gesundheitsbewusst wie ich. Aber auch ein bisschen fetter als ich, aber circa schon gleich, Bro. Und du nennst jemanden, der dasselbe tut, Hurensohn. Weil du dich hast. Weil du denkst, dass es in einem Restaurant dir besser gehen würde. Aber ich war in einem Restaurant gestern und habe 250 Euro ausgegeben. Und ich hatte keinen Bock, wieder eine Kruste auf Chicken zu essen, die frittiert ist. Und das fand ich viel schöner. Das heißt, wenn du glücklich sein kannst, kannst du überall glücklich sein, Bro. Auch auf einer Treppe. Und wenn du jemand bist, der sowas anwacht, zeigt das eh schon, was du für ein Mensch bist. Du selber zeigst dir ja, was du für ein Nutten bist. Du sagst ja, hey, weil du in das Restaurant nicht bist, dann bist du ein schlechterer Mensch. Oder bist nicht mehr so drippig. Das ist halt so dein wahres Ich, Bro. Ja, ich habe 40 Stunden gefastet, mein Bro. Es sind schon über 40 Stunden. Sogar über 36, ich habe 36 gesagt, aber es sind über 40 sogar. Ich habe 20 Uhr am Tag davor gegessen, mäßig. Und es ist schon 18 Uhr, Bro. Und 20 Uhr, wie viel? Noch mehr so, keine Ahnung, ich kann nicht rechnen. Kann nicht rechnen, Mann. Coole Hose, Dankeschön. Diese Biene will von meinem beschissenen Sack nicht gehen, Jungs, Wallah. Die will nicht gehen. Egal, was ich tue. Die will nicht gehen, Bro. Ich habe gesagt, ganze Wald ist in mir. Da steht nicht ganz, Bro. Gleich ist ganzes Wald in mir. TikTok sportlich. Ah. Ah. Auch nicht, Digga. Noch nicht, Mann. Ah! Jetzt ist ganz Wald in mir. Jetzt ist der Junkie-Modus an. Jawohl, Junge! Jawohl! Gleich werde ich ein bisschen netter, keine Sorge. Gleich werde ich netter. Dann werden weniger Mitarbeiter. Oh. Ich hatte hier doch einen Snack, Junge. Moment. Boah, ich bin voll. Wo ist der? Proteinriegel. Proteinriegel, Bro. Ich habe jetzt an alles gedacht. Die Persönlichkeiten kommen andere Bio. Ich weiß nicht, was du damit meinst, Bro. Du musst ein bisschen Deutsch lernen. Geh Fremdenlegion.
Was bedeutet das, Bro? Was ist fremde Legion? Oh. Schattendoppelgänger hat gestern 2300 Euro gemacht. Ich weiß, Bro. In einer Stunde. Krasser Typ. Schick mir mal 200 Euro, du Hund. Freiwillige Militärscheine. Bruder, bist du geistig behindert? Bro, Bro, bist du von allen guten Geistern verlassen? Also, ich soll für die kämpfen, gegen die ich kämpfe. Eine Knarre halten und so tun, als ob ich nichts Besseres zu tun habe, außer am Strand zu chillen. Bist du geistig gestört, Bruder? Denkst du, Waffen töten Menschen, du Idiot? Jemand, der die Waffe abdrückt, tötet Menschen, Bro. Waffe tötet kein Mensch. Wenn du aufhören würdest, zum Krieg zu gehen, gäbe es keins. Aber du bist so ein Pideras, der Leuten sagt, hey Bro, geh mal zur Fremdenlegion. Hadid Ern, deine Mutter soll zur Fremdenlegion gehen, Bro. Ich komme aus Krieg. Auf mich wurde Waffe gehalten und ich habe Waffe auf jemanden gehalten. Ich habe beide Seiten gesehen. Ich war das Kind, was von Soldaten fast erschossen ist. Ich war Soldat dort, wo ich erschießen musste. Du weißt nix, Bro. Walla billa. Chill deine Eier auf deine Couch und sei Patriot, Gandon, und hast noch nie Krieg gesehen. Ja, es ist Aufnahme deiner Mutter, Humanko. Bruder, der kommt mir, sieht, dass ich am Tag 2000 Euro ausgebe und Hallulis rauche und aussehe wie ein Obdachloser, weil ich lieber esse statt Kleidung kaufen. Und sagt mir, geh mal zum Krieg, Bruder, gib dieses Paradies auf. Bist du Shaitan, den es gar nicht gibt? Weil ich es irgendwo bin, aber es nicht. Ich brauche deinen Schutz nicht, Bro. Die Stadt braucht meinen Schutz. Mein Schutz ist, wenn ich in deinem Laden bin und du hast 50% Umsatz mehr. Und wenn man mir wehtut, hast du diesen Umsatz nicht mehr. Mein Schutz ist das Geld, worauf du geil bist, wenn ich da sitze. Ich brauche keinen Schutz, du lutschst für mich schon. Ich meine nicht dich, den meisten hier um mich. Es war immer so, Bro. Ach so, das ist mein Bro, jeder ist Pakpa. Bro. Ich hab Namen nicht gelesen, Bro. Du darfst sagen, was du willst, du bist mein Baller. Du bist der Einzige, der mir Schutz machen könnte. Nur wegen deinem Namen. Ist der Stream echt? Nein. Ich bin fake. Fake face. In einer Welt voller Gandons bin ich gerne fake. Wenn normal Gandon ist, bin ich doch fake. Weil ich kein Gandon bin. Alles gut, Bro, ich bin fake. Nein, ich bin nicht echt. Geh raus aus dem Stream, Mann. Hört auf, das zu teilen, Mann, sonst geht das doch viral. Ich brauche eure Diamanten nicht, ich brauche eure Schwestern. Ich mach Spaß, Bro. Bro, ich brauche eure Mütter. Die haben mehr Geld, Mann. Die haben mehr Geld. Und die kratzen schneller ab.
Und ich brauche ihre Immobilien. Es ist nicht nervig, dass sie damit Geld verdienen. Leute verdienen mit Pädophilen Geld. Warum dürfen meine Leute nicht mit diesen sexuellen Aufnahmen Geld verdienen? Ich habe ihnen das Geld geschenkt. Warum juckt dich das Geld, was ich geschenkt habe, als wärst du meine Ex und sagst, wieso hast du mir nicht dafür Titten gekauft? Statt dein iPhone, den du verschenkt hast. Für jemanden, den du gar nicht kennst. Bist du wie meine Ex? Nie wieder Sex mit Ex. Nie wieder, Mann. Nie wieder, Alter. Ich kotze mich gleich an. Wo ist mein dritter Jägermeister? Ich habe es schon ausgetrunken. Oh, ich habe Bauchschmerzen jetzt wegen euch, Mann. Lasst mich doch nicht an diese Nur denken. Nutawi. Notorious B.I.G. Sie ist ab heute Notorious B.I.G. Nut wegen Nutte, Notorious B.I.G., man. Mann. Mann, wo ist Strand? Ich bin der Surferboy. Ich muss jetzt wieder Dings. Ukulele spielen für ein paar Mädchen, Alter. Die 40 Jahre alt sind und für euch Mädchen sind 11. Ich nenne 40-jährige Mädchen, weil ich sie jung finde. Nennt Sinan hier so seine Frau, 12-jährige. Bester Mann, Digga, Sinan, Alter. Darf man dich Mann noch nennen eigentlich? Ja, geh mir weg. Das können wir wegschmeißen, aber das. Das können wir nicht. Dankeschön, Baller. Tschüss, dein Herz. Ja, dir auch. Ich auch. Dankeschön, Bro. Wow, wieder auf dem Schiff. Nee, wahrscheinlich auf Coca, wenn du dich fragst, oder nicht? Sinan steht auf dich, Zeus. Sag mir was Neues, Bro, ich weiß das schon. Wenn er rein theoretisch seine Sexualisierung hat, dann steht er doch auf Jungs. Und wer ist der sexuellste Junge, denn wenn er ein Mädchen wäre? Ich. Hemd ist falsch rum. Egal, Bruder, hat auch Drip. Hat auch Drip. Ist das echt Fanny? Nein. Fanny, das ist fake. Ist drin Hemd falsch? Ja, es ist falsch rum, ja. Aber ist okay. Ist okay. Ich werde das jetzt nicht wechseln. Oh, mein Bauch platzt, Bro. Oh. 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 Oh nein. Oh nein, ich bin schwanger. Oh nein, ich bin mit Jennifer jetzt. Ich bin schwanger. Ich dachte, Mehmet benutzt Kondom. Nein, ich bin jetzt schwanger. Ah, was mache ich jetzt? Ich habe keine 200 Euro für Abtreibung. Aha. Oh no. Mehmet, du bist voll unkorrekt. Ich dachte, du bist für mich da, wenn du mich gedrippt hast. Weil das Einzige, was ich dir drippen kann, ist nur mein Loch. Sonst habe ich nichts nachzuweisen. Ich kenne kein einziges Buch, ich kenne keine Serie, ich habe keine Hobbys. Ich habe nur mein Aussehen und meinen Körper. Nachdem du es bekommen hast, hätte ich gar nicht gewusst, dass du auf mich pissen wirst, wie nach dem Wichsen. Ja, klar. Bro, hier. Ehrlich jetzt. Jennifer, wirklich? Wir sind auch böse wie ihr. Ja? Wir tun nur so, als ob ihr die krassesten seid, bis wir euch haben. Und dann. Jennifer, raus! Ich bin Künstler, Ballett. Ich war stoned gestern. Ballett, ich war auf Schrumps. Wie kannst du das ernst nehmen? Geh hier raus, Jennifer. Du bist voll der Psycho. Ja, ja. Hast du gehört, was ich gemacht habe mit der letzten? Geh hier raus. Geh hier raus, mach mich nicht die töten, Alter. Alter, stinkt das hier nach verfickten Müllkörben, Alter. Balea, so hat Jennifer auch gestunken, Mann. Balea, Jungs, Alter. Wow. 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 Jennifer! So ist das Licht gut. Jennifer, ich muss kurz eine drippen drüber. So, was haben wir hier an Diamonds? 3100 Diamonds, man, shine bright like a diamond, man. Love you, man. Oh, ich bin so voll, Bro. Huh.
Ich glaube, das ist Hofer. Nein, Hofer. Bei Hofer. Auf Parkplatz am Essen gewesen. Also man verarscht mich, wenn dann dafür, dass ich wie damals auf Hofer Parkplatz mein Essen esse und dabei nach Luli rauche. Aber ich finde, das ist das Schönste an mir, dass ich das tue, ob ich Geld habe oder nicht, weil ich immer gleich bin. Macht mir Spaß, Bro. Die Likes voll, Digga. Mach mal die Likes voll, ich habe die Kette für Sinan angezogen. $100,000 voll machen, Junge. Jetzt, Junge. Wow, wow, CC, mein Baller. CC, Mann. Ja, ich schieb Nachtschicht mit deiner Schwester heute. Sisi, ich liebe dich, mein Baller. Wo ist dein Kubotan? In meiner Hose. Warst du schon trainieren? Ja, Bro. Zum Glück. Sisi, mein Baller. My man. My man in the mirror. I love you, my Baller. Thank you, Sisi, man. Mach paar Moves. Bruder, ich hab gegessen. Ich hab gegessen, ich scheiß drauf, was du von mir willst. Ich muss jetzt chillen, Bro. Ich muss jetzt runterkommen. Ich muss jetzt am Strand sitzen und Latte Macchiato trinken, Bro. Was für Projekte stehen auf? Ich hab nur vor, gut zu leben, Bro. Ich sag dir ehrlich. Angenehmen Abend, mein Bro. Dankeschön für deinen Support. Ich hab nur Bock zu chillen. Nein, das ist kein echter Zeus, Bro. Das ist der falsche. Das ist der falsche Prophet. Geh schnell raus. Geh raus! Ich weiß besser als du, dass mein Hut fällt, Mann. Und jetzt? Hip-Hop-Hut, Mann. Hip-Hop-Hut, man! Tupac ist jetzt weiß, man! Unsere Hautfarbe war egal, Mann! Unser Herz war immer schwarz. Und ab Gürtellinie, immer. Ab Gürtellinie auch immer, Bro. So. Chir angelehnt auf die Größe von Handfläche, von hier bis da. Es passt genau in dein Gesicht, Prinzessin. 100.000 voll machen. 100.000 voll machen, jetzt sofort, Jungs, Alter. Alter, was geht hier ab? Danke für gestern, der bei Café arbeitet. Kamal, nicht dafür, mein Baller. Danke dir für die Gastfreundschaft, Bro. Lass zusammen chillen. Isan, kannst du mir einen runterdrippen wie eine Chai und ich habe nicht mal Bock drauf? Warum sollte ich mit dir chillen? Ich bin mit mir selber beschäftigt und ich meine nicht, sich einen runterholen. Wirklich, ich lese Bücher und so. Wie soll ich, währenddem ich mit dir rede, ein Buch lesen? Essen aus der Tonne, genau, Bro. Genau. Ich arbeite jetzt bei Aldi. Hinten. Ja, ich habe mit deiner Mutter heute meinen Abendmann geteilt, Bro. Sie hat noch eine sehr enge Muschel. Ich glaube, dein Vater hat nichts drauf. Diese Gandon. Ja, voll arme Frau. Sie hat drei Kinder und so eng. Wie geht das, Bro?
So, es tut mir wirklich leid. Da muss ich weinen, Bro, da ist so. Du arme Frau. TikTok sportlich natürlich. Alter, schwarzer Humor wie auf Afrikaner. Weißt du, ich meine, Digga? Mano, chill! Tupac hat gesagt, ich darf. Wer ist sonst Eminem in Deutschland? Was redest du? Ich habe keine Meinung zu Manu, er ist ein Chir. Jemand, der in diesem Alter noch im Internet sitzt, ist ein Chir. Ah. Und so tut auf Hoja. Größter Chir. Größter Chir der Generation, aber das wisst ihr selber. Er ist der erste kurdische Rapper. Im Hinterhof großreden. Es war nur so, Bro. Pack mich, wenn du kannst. Und dann höre ich vielleicht auf. Zieh mir mal dieses rosene Kleid an wie deinen Landsmann, Pideras. Zieh mal an, komm, Hadet Erndalek. Komm mal her zu mir, Gandon. Versuch das mal bei mir wie bei deinen Leuten. Redet Rücken nicht selber groß. Ein Magomet im Internet redet selber so. Doch, ist er nicht 60? Und ein Rücken? Warum redest du im Internet? Und ich spuck dich an. Weil du ein Pideras bist. Natürlich hat Salazado in ein Kleid angezogen, weil er 12-Jährige mag. Er wollte sich vorstellen, dass er 12 ist. Und macht der Salazado zu was Guten? Ist das korrekt, was er mit diesen Jungen getan hat? Was kann er dafür? Ist es nicht? Das sind die größten Pideras. Und wenn ihr sowas feiert, wenn sie jemanden ein Kleid anziehen und ihr lacht diesen Ahmed noch aus und ich mag ihn nicht, ich spuck auf den. Aber ich schwöre, ihr seid die größten Pideras, wenn ihr sowas feiert. Ihr feiert einen Salazado, der mit 14-Jährigen chillt und am Konzerten fragt, hey, wenn du Dima korrekt findest und mir einen zuerst drippst, dann lass ich dich zu Dima. Sowas, wenn das tut, mit einem Kleid ist er ein Mann, er soll seine Mutter in den Arsch. Und jeder, der von seinem Blut ist, soll das. Verstehst du? Und es ist mir egal, wenn du mich dafür tötest sogar. Aber du weißt, dass du ein Pideras bist. Sogar wenn du in ein Kleid mit 100 anziehst. Wallahi bist du ein Pideras. Du bist der größte Pideras, Salah. Der größte, der auf dieser Erde existiert hat. Und je existieren wird. Und es wird kein Pideras existieren als du. Egal mit wie viel Arabern du bist. Egal wie mächtig deine Araber sind, egal wie sie sich schützen, egal wem sie unterdrücken und egal wenn sie morgen sagen, Salah ist korrekt. Du bist ein Pideras, der größte Pideras auf dieser Erde. Und ich werde dafür sorgen, dass du nicht auf die Straßen kannst, weil du, Pideras, diesen Gandon beschützt, den meine Ex sieht, mit dem meine Kinder sind und ich habe eine Tochter. Und dafür werde ich deine Seele essen. Verstehst du, Pideras? Weil du auf Konzerte gehst und sagst, hey, du bist 14, voll süßes Mädchen. Willst du mit mir aufs Hotel, aber ich stehe auf Sunny. Ja, ich kläre dir Sunny danach. Verstehst du? Ich mache meine Musik, aber mein Hintergrundding wird sein, dass dein Musik, aber mein Hintergrundding wird sein, dass dein Leben nicht mehr ist. Verstehst du, Pideras mit Glatze? Und jeder, der so ist wie du, soll sich nicht mehr auf die Straße trauen, Bro. Wenn ihr Männer seid und auf normale Männer steht, seid ihr Männer in eurer Welt. Aber ihr steht nicht mal auf normale Männer, ihr steht auf 10-Jährige. Ihr steht nicht mal auf Frauen, Bro. Warum redet ihr so? Ihr könnt zu 100 Ahmed ein Kleid anziehen, aber sagt das nicht noch mehr, dass ihr keine Männer seid? Eigentlich schon. Wenn ihr Ahmad jetzt ein Kleid anzieht, sagt das nicht noch mehr, dass ihr keine Männer seid? Doch. Ihr steht auf sowas. Dann gönn dir, Bro. Gönn dir. Gönn dir doch, Bro. Gönn dir wie die Tasche von Louis Vuitton, die ich dir gekauft habe. Warum muss dir ein Fremder, wenn er dich dreimal sieht, eine Tasche kaufen? Und du sagst, bitte kauf sie für meine Frau, Bruder. Genauso hätte mir deine dreckige Frau auch gegeben. Weil sie weiß, ich habe ihr die Tasche gekauft. Aber wie soll sie nicht geben, Bro, wenn du auf Kinder stehst?
Und Salah, du wirst das büßen, weil du ihn beschützt. Und weil ich dir das nicht gönne, dass du in deren Umfeld bist. Und wieso ich das entscheide? Weil das meine Kinder sind.